Meine Damen und Herren, das ging ja alles ganz, ganz schnell, sowohl der Eintrag ins Goldene Buch als auch der Umbau hier auf dem Podium. Und sowohl in meinen einführenden Worten als auch in den Ausführungen vom Schulleiter von Herrn Tauber und auch in den Äußerungen des Ministers ist ja schon deutlich geworden, wie wichtig es auch ist, hier den Kontakt zwischen Schule und Wirtschaft zu pflegen und auch weiter zu intensivieren. Und zu diesem Thema habe ich eine Reihe von Gesprächspartnern gebeten, heute auch teilzunehmen, um untereinander zu diskutieren, aber auch mit Ihnen. Und deswegen bitte ich jetzt mal auf die Bühne, selbstverständlich unseren Minister, lieber Ludwig Spende. Ich bitte zu mir Dr. Dorothee Strunz. Sie ist die Vorsitzende für den Bereich der Wirtschaft im Arbeitskreis Schule und Wirtschaft im benachbarten Landkreis Hof und ganz, ganz engagiert in vielen Fragen, auch eben der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft. Ich bitte auf die Bühne Bernd Rehorz, er ist von der IHK für Oberfranken und dort zuständig für den Bereich der Ausbildung. Er war auch derjenige, der schon mir in jungen Jahren einen Gesellenbrief überreichen konnte. Das war zu Zeiten meines Studiums und da war das also parallel. Ich bitte auf die Bühne Horst Eggers. Ich freue mich sehr, dass heute der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Oberfranken unter uns ist. Ich kann mir vorstellen, Herr Eggers, dass Sie in diesen Tagen viele, viele Termine noch zu absolvieren haben und freue mich, dass Sie da sind. Bitte auf die Bühne Ottmar Donner, der ist der Leiter von so vielen Schulen, dass man immer aufpassen muss, dass man die alle zusammenbringt. Unsere beruflichen Schulen im Landkreis, die Voss, die Boss, die Steinfachschule und die Wirtschaftsschule in Wunsiedel. Ich bitte zu mir Detlef Sachs, er ist der zuständige Mann im Arbeitskreis Schule Wirtschaft hier im Landkreis, hier aus der Stadt selbst von der Firma Wischey, Vertreter der Wirtschaft. Wir haben eingeladen Bernd Birke, er ist Unternehmer in der Elektrobranche, geschäftsführender Gesellschafter der Birke GmbH und Geschäftsführer der Wund Elektro GmbH, einem Joint Venture zwischen der Firma Birke und der städtischen Gesellschaft SWW. Und einen Auszubildenden hätte ich auch gerne mit dabei, Philipp Connert. Er ist auch tätig bei der Firma Wischey. Also meine Damen und Herren, bitte zu einer kleinen Runde auf die Bühne. Ich hoffe, das technische Equipment funktioniert und ich darf gleich mit der Dame zu meiner Linken beginnen. Liebe Dorothee Strunz, wir haben schon viel über das Zusammenwirken zwischen Schule und Wirtschaft gesprochen. Der Arbeitskreis Schule Wirtschaft im Landkreis Hof macht in dieser Hinsicht sehr, sehr viel und möchte mal, der im Landkreis Wunsiedel natürlich genauso, Herr Sachs, aber jetzt wollen wir hier mal auch auf ein Thema eingehen, das in Hof in ganz besonderer Weise läuft. Und das ist eine Ausbildungsmesse, die Kontakta, die sich an Schüler richtet, an Schulabsolventen, an Gymnasiasten und wo deutlich gemacht werden soll, was also die Wirtschaft hier alles zu bieten hat. Und ich würde also Dorothee Strunz bitten, mal zu berichten, was unternimmt die Wirtschaft, um junge Leute auf die Chancen, die sich hier bieten, hinzuweisen und wo könnte man vielleicht zwischen Schule und Wirtschaft auch noch was tun? Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, dass wir hier in Hochfranken ganz besonders aktiv sind und ganz besonders viel tun von Seiten der Wirtschaft, um auf die Schulen zuzugehen und um gegen die demografische Entwicklung und die daraus resultierenden Folgen, den Geburtenrückgang und so weiter, wirksam anzukämpfen. Die Kontakta hat sich sehr, sehr gut etabliert als hochfränkische Initiative, eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen beiden Arbeitskreisen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir hier auch in Hochfranken von Seiten der Unternehmerschaft überaus solidarisch und aktiv um junge Talente kämpfen, ihnen zeigen, was es hier gibt, auch langfristig, dass sie hier eine Chance haben.
Und ich glaube auch, dass wir hier von Seiten der Wirtschaft vor allen Dingen eins sehr wichtig sehen, dass Sie, liebe heute hier anwesende Lehrkräfte, für uns die allerwichtigsten Botschaften sind in der Botschaft. Ihr habt hier, liebe Schülerinnen und Schüler, in eurer Heimat eine Chance, kurzfristig, mittelfristig oder auch langfristig. Das heißt, Sie müssen nicht immer hier bleiben, Sie können auch nach dem Studium wiederkommen. Daran arbeiten wir sehr intensiv, das zu zeigen. Und gerade in der Schnittstelle zwischen Schule und Wirtschaft ist es ein ganz besonderes Anliegen der Unternehmen, dass die Schüler einmal in die Unternehmen hineinschnuppern können, hineinkommen können, um zu sehen, was herrscht dort für ein Klima, was herrscht dort für ein Geist, wie wird gearbeitet, wie fühle ich mich in diesem Umfeld, was kann ich da lernen und was würde mich vielleicht voranbringen. Deshalb glaube ich, dass gerade in unserer Region, wo wir mit natürlich in der Zusammenarbeit Schule Wirtschaft auch Regionalmarketing, Regionalwerbung betreiben müssen, dass wir hier ganz, ganz stolz sein können, dass wir hier so aktiv sind und dass es wichtig ist, dass wir das auch in Zukunft weitermachen. Großes vielen Dank und ich darf ansprechen, Dorothee Strunz vertritt ja auch ein namhaftes, herausragendes Unternehmen der Region, die Firma Lamilux in Riau, die auch weltweit tätig ist und ihr bietet ja auch viele, viele Arbeitsplätze und auch Ausbildungsplätze immer wieder an. Herr Rehartz, was können denn die Kammern auch tun, um hier vielleicht in der Schule auch noch zu unterstützen? Wir haben gesehen, es geschieht schon sehr, sehr viel, aber man kann sich vorstellen, dass ja da auch von Seiten der Wirtschaft immer neue Impulse kommen, um auch auf wirtschaftliche Zusammenhänge hinzuweisen und auf den Austausch noch zu intensivieren. Also zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung hier. Und Herr Schöffel, Sie haben mir jetzt vor Augen geführt, wie alt ich eigentlich bin, nachdem ich Ihnen den Facharbeiterbrief gegeben habe, was für den Gesellenbriefsunternehmen nebenan zuständig. Und wir haben schon lange miteinander zu tun, verstehen uns auch ganz gut. Oder sehr gut sogar, nicht ganz gut, jetzt kann man das verstehen. Ich schaue mir so alt aus, das ist also... Also man lernt nie aus. Ich bin natürlich viel unterwegs in den Schulen, besonders jetzt auch mit den Mittelschulen, auch meine Leute. Wir haben extra sogenannte IHK-Kompetenzchecks entwickelt, bayernweit. Wir haben mittlerweile nach ganz Deutschland exportiert. Das heißt, die Jugendlichen, es werden Tests mit ihnen gemacht, die dauern 2 Stunden, aber sind sehr valide, die wurden von Ausbildern evaluiert und auch wirklich darauf entwickelt. Da wird den jungen Leuten ab der 7., 8. Klasse vor Augen geführt, nicht die Schwächen, sondern die Stärken. Und das denke ich ganz wichtig und vor allem das andere Wichtige daran ist, die absolvieren diesen Test, den machen wir auch flächendeckend für die Schulen, und die absolvieren diesen Test und kriegen direkt hinterher computermäßig ausgewertet, und zwar in 12 Seiten, also aber auch am Schluss auf einer Seite komprimiert, wo die Stärken und Schwächen liegen. Berufsorientierung in aller Munde. Wir machen mit P-Seminaren, Gymnasien sehr viel. Ja, wir treffen uns sehr viel mit Arbeitskreis Schule Wirtschaft, weil wir jetzt in Bayreuth zusammen sind, am Montag alle oberfränkischen Arbeitskreise Schule Wirtschaft sind am Montag bei uns eingeladen. Auch die 2 Vorsitzenden, also der Herr Trunk und der Herr Pfitzer von Schulseite her, sind komplett beieinander. Wir sind hier übrigens gut vertreten. Ich repräsentiere den Bayreuther Kreis, stellvertretend nur von der Wirtschaftsseite her. Und die Zusammenarbeit mit den Schulen wird immer wichtiger. Und zwar, da gibt es eine typische Handbewegung, was kommen muss. Und wir brauchen die jungen Leute. Und vorhin wurde das Wort erwähnt, wir dürfen keinen stehen lassen. Das dürfen wir auch keinen sitzen lassen. Wir müssen alle mitnehmen. Ja, wir brauchen sie in der Wirtschaft. Und zwar einfach verzahnt. Ganz wichtig. Nicht mehr so zusammen, sondern verzahnt. Man muss den anderen verstehen. Muss auch dem anderen helfen. Momentan ist die Wirtschaft in einer guten Situation, weil die Auftragsbücher voll sind, verdienen gutes Geld. Aber da haben sie auf einmal ein ganz anderes Problem erkannt. Und es schlägt sich auch in Lehrlingszahlen nieder. Und wir brauchen junge Leute. Perspektivisch gesehen, als ich vor 10 Jahren gesagt habe, wir kriegen mal ein demografisches Problem, haben mich alle ausgelacht. Da war ich in Naila auf dem Demografiekongress. Und da habe ich echt nachdenklich zurückgekommen, weil mehr oder weniger Zufall, dass ich eingeraten bin. Aber seitdem ist es so ein Steckenpferd von mir. Und seitdem ist mir eigentlich bewusst, wir brauchen jede Jungen und Mädchen, die aus der Schule rauskommen, ausbildungsfähig sind. Und das ist ein großes Anliegen von der Wirtschaft an die Schule und darum ist wirklich eine Handreichung da und auch geboten. Da vielleicht nochmal nachfragen. Mir scheint es außerordentlich wichtig, dass wir in den Schulen auch das Thema Existenzgründungen intensiv aufgreifen. Dass Menschen, junge Leute mal davon ausgehen, dass sie sich selbstständig machen, dass sie
selbst ein Unternehmen aufbauen, selbst dafür sorgen und somit für sich und auch eben ja, in der Region dann weiteren Arbeitsplätze bieten. Das ist vielleicht dann eine Frage, die sich ans ganze Podium richten kann, aber auch nochmal an Sie von Seiten der Kammer, was kann hierfür getan werden? Das ist ein Punkt, der wird in Bayern jetzt gerade vehement angegriffen, also positiv angegriffen oder aufgegriffen. Es war selten in Schulbüchern was von Wirtschaft die Rede, also nähere Wirtschaft. Und da, Herr Spendler, Dr. Spendler, Respekt, da tut sich jetzt wirklich was, dass mehr auch die Wirtschaft, der Kaufmann, wie wirtschafte ich, der Jugendliche als Unternehmer, solche Sachen sind ganz wichtig. Und da tut sich jetzt was, es wird auch in Schulbüchern jetzt mit eingebracht. Das andere ist zum Beispiel, wir machen mit der Bayreuther Berufsschule, mit der Kaufmännischen, wir haben drei Existenzgründungsberater bei uns angestellt, bei der IHK. Die machen jetzt ein Seminar für die ganzen kaufmännischen Lehrer. Die Schule kam auf uns zu, muss ich sagen, bin ich froh drum, aber es ist eine Anregung, kann ich auch weiterhin anbieten, dass man da wirklich auch mal bei den Lehrern das verankert, was ist aktuell gerade. Es muss ja kein ganztägiges Seminar sein, eigentlich vielleicht auch mal 2-3 Stunden. So ist es. Darf gleich das Wort noch weiterreichen an Sie, Herr Eggers. Wir haben heute schon viel gesehen, vielleicht von Ihnen 2-3 Sätze. Wie beurteilen Sie das bayerische Schulsystem und auch die Voraussetzungen, die die jungen Menschen als Schulabgänger mitbringen für die Handwerksbetriebe, für die Sie auch verantwortlich sind? Ja, sehr gerne, Herr Abgeordneter. Ich sagte vorhin, als Sie mich begrüßt haben, so vor mich hin, dass das heute ein schöner Termin ist, oder ich habe nur noch schöne Termine vor mir, nach 44 Jahren, wo ich so langsam jetzt in 4 Wochen dann mein Amt übergeben werde. Ein schöner Termin deshalb, weil es bildungspolitisch eine unserer Forderungen seit Jahren war, den Bereich von Beruf und Arbeitswelt mehr in die Hauptschulen zu bringen. Und da muss ich sagen, Herr Staatsminister, schon bevor jetzt das neue System, die Reform mit den Mittelschulen kam, hat die Staatsregierung reagiert und hat in den Hauptschulen diese Berufsfelder dann aufgenommen. Heute ist es die vertiefte Berufsorientierung, die meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist und die beeindruckenden Präsentationen des Schulleiters hier in der Franz-Bogner Schule, Mittelschule, haben das ja bewiesen. Sie sagen ja, die Schüler sind motivierter und das ist entscheidend. Und der zweite Punkt, um den schnell noch auch mit zu erwähnen, ist, dass nach vielen, vielen Jahren, und wie gesagt, als alter Hase kann ich das sagen, nach Jahrzehnten, nach einem Jahrzehnt bestimmt, wo wir die Forderung hatten, dass eben Meister, Handwerksmeister an die Fachhochschulen damals, war unsere erste Forderung, gehen können müssen, dass sie die Fachhochschulreife durch die Meisterprüfung erwerben. Das ist politisch ja auch jetzt durch. Es können sogar Frauen und Männer mit Gesellenbrief an Hochschulen studieren. Uns geht es nicht darum, dass jetzt jeder Handwerksmeister an die Universität geht. Das wäre ja wieder genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir brauchen die Meister als Selbstständige auch. Uns geht es darum, den Eltern zu zeigen, es gibt auch neben dem Abitur, ich muss nicht mein Kind zum Abitur prügeln, um später studieren zu können. Also diese Chance zumindest für Spätstarter, die ist gegeben. Und deshalb zurück zu diesem Thema heute mit der Berufsorientierung, mit der vertieften Berufsorientierung, ist auch das dreigliedrige Schulsystem in Bayern nach wie vor erfolgreich. Wir erleben es jetzt ja überall, dass Bundesländer die Hauptschule, Mittelschule abschaffen wollen. Und da sind wir strikt dagegen, denn 2/3 unserer Lehrlinge aus dem Handwerk kommen aus den Haupt- und Mittelschulen, nach wie vor. Und das Handwerk, und das wissen Sie alle, ist ja der Ausbilder der Nation. In Oberfranken bilden wir 34% aller Lehrlinge, sind in Oberfranken im Handwerk tätig, ausgebildet. Und insoweit ist dieser Schultyp, und deswegen freue ich mich sehr über das, was ich heute gehört habe hier in Selb, dieser Schultyp ist auch für die Zukunft, für das Handwerk ganz wichtig. Natürlich brauchen wir auch im Handwerk gute Realschüler, gute Abiturienten, die dann dort in den heutigen Hightech-Handwerksberufen natürlich die Anforderungen erfüllen müssen.
Wir dürfen aber, und da greife ich auch ein Wort vom Staatsminister auf, wir dürfen natürlich keinen stehen lassen. Wir müssen dafür sorgen, und da ist jetzt unsere nächste große politische Forderung, wir müssen im Kindergarten, wir müssen die frühkindliche Förderung, die müssen wir aufnehmen, da muss mehr getan werden. Sie haben auch ein Stichwort gegeben, Herr Staatsminister, Migranten. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Russlanddeutschen, mit türkischstämmigen Lehrlingen im Handwerk, aber es sind noch viel zu wenig. Da ist ein Potenzial da, das derzeit noch nicht genutzt wird. Und da ist unsere Aufgabe und da ist die Sprachförderung das Allerwichtigste. Die Kinder müssen, wenn sie in die Grundschule kommen, Deutsch sprechen. Das ist das Entscheidende, um dann später überhaupt den Weg in der Schule schaffen zu können. Und deswegen müssen wir in dem Bereich mehr tun. Herr Rehholz hat schon gesagt, wir haben große Probleme in der Zukunft, auch die Mittelschulen. Nach den Statistiken ist der Rückgang in den nächsten 20 Jahren um 30% zu erwarten, aus demografischen Gründen. Und da ist es natürlich ganz schwierig für uns. Und Arbeitsplätze, meine Damen und Herren, Arbeitsplätze ist nicht das Problem der Zukunft. Dafür sorgt eben diese demografische Entwicklung. Aber Nachwuchskräfte, gerade im Bereich des Handwerks, wo es große Chancen gibt, gerade jetzt bei der jetzt bevorstehenden Energiewende, haben Handwerksbetriebe riesige Chancen. Bau, Ausbau, Sanitär, Heizung, Elektro, die ganzen technischen Berufe. Das sind Chancen und da müssen wir noch mehr tun. Und da bin ich jeder Schule und besonders hier, wie ich das so mitgekriegt habe, dankbar, wenn dann die Lehrkräfte, wenn unsere Handwerksmeister mit in den Unterricht gehen, wenn die Lehrkräfte auch auf diese Chancen für die Schüler hinweisen. Ich glaube, das gibt eine zusätzliche Motivation. Herr Eggers, vielen Dank. Ich gebe das Mikrofon mal weiter an den Minister. Er hat dich ja mehrfach auch dazu angesprochen und möchte es mit einer Frage noch verbinden, auch an den Minister, aber auch an die Lehrerinnen und Lehrer. Ich weiß, es gibt vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten und die Lehrerinnen und Lehrer fehlen auch dann eben oder müssen eben Zeit erübrigen, auch für Fortbildungen. Die Frage ist, sollte man hier vielleicht auch verstärkt Praktikas anbieten in der Wirtschaft, um hier einen Austausch stattfinden zu lassen, Mitarbeiter der Wirtschaft in die Schule und umgekehrt. Ich gebe mal das Mikrofon an den Minister und dann wieder zurück an die Runde. Ich habe bewusst das Thema etwa Herausforderung gegenüber den jungen Menschen mit Migrationshintergrund oder den jungen Menschen in den Ballungsräumen, die vielleicht schwierigere persönliche Startchancen in ihre Schullaufbahn haben, jetzt nur angetippt. Es ist eine zentrale Herausforderung. Wenn Sie sehen, dass in München etwa es noch kaum eine Grundschule gibt, die nicht schon über 50% Kinder mit Migrationshintergrund schulisch begleitet, an den Münchner Mittelschulen, die jetzt im Herbst als Mittelschulen starten, fast 50 Hauptschulen, die das gemeinsam tun, wir keine Schule mehr haben, wo nicht mindestens 50% junge Menschen mit Migrationshintergrund ihren Weg nehmen, dann ist das für unsere Volkswirtschaft eine zentrale Herausforderung. Ich wollte es nur, weil wir natürlich jetzt hier eben in ländlichen Räumen und die Bildungslandschaft und die Herausforderung der wohnortnahen Versorgung sprechen, das Thema nur antippen. Für diese jungen Menschen, und wir werden einen Abschwung von jetzt knapp unter 200.000 jungen Menschen pro Jahr haben, auf etwa 150.000. Allerdings dann wird diese Zahl nach vorne, soweit wir das eben prognostisch tun können, diejenige sein, die die Mittelschulen besuchen wird. Das ist die zweite Herausforderung, die noch insbesondere Mittelschule zu beantworten hat. Wir wollen natürlich, dass junge Menschen gerade mit Migrationshintergrund auch an den anderen weiterführenden Schulen gemäß des Bevölkerungsanteils oder wie auch immer ihren Weg nehmen. Das ist übrigens, ich sage immer, wo Licht ist, ist Schatten. Wenn es im bayerischen Bildungswesen durchaus Positives zu berichten gibt, dann haben wir auch Arbeitsaufträge, haben wir Felder, wo wir besser werden müssen. Das ist dieses Thema Zugang zur weiterführenden Bildung, nicht nur für junge Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch aus sogenannten bildungsfernen Schichten. Da müssen wir uns anstrengen. Das schreiben uns die Bildungsforscher auch ins Stammbuch. Das gehört zum ganzheitlichen Bild. Nur die Sonnenseiten zu beschreiben, da würde man rasch auf Widerstand stoßen und nicht mehr ernst genommen werden. Dieses Thema junge Menschen mit Migrationshintergrund und einen erfolgreichen Weg in ihre schulische und berufliche Laufbahn haben eben zunächst nun einmal die nächsten Jahre die Mittelschulen zu tragen und zu leisten. Und auch hier werden wir massiven
Ressourceneinsatz benötigen. Ich weiß um die Herausforderungen, der sich da auch die Lehrkräfte gegenüber sehen, auch was Belastungen angeht durch etwa den Ganztag, den wir ja flächendeckend ausbauen. Das muss man alles zueinander bringen und dann mit dem Finanzminister, das konnte ich heute Vormittag mit dem Herrn Minister und anderen Kollegen darüber streiten. Die sagen, was ist denn eigentlich? Ne? Höchste Zahl an Lehrkräften, die es jemals seit dem Zweiten Weltkrieg gab, und die Schülerzahlen gehen runter. Das ist doch eine ganz einfache Rechnung. Irgendwann einmal müssen doch die Lehrer erreichen. So ist das verzweifelte Hosiana des Finanzministers. Wenn man ihm dann schnell 4 Punkte aufzählt, warum wir eben im Gegensatz zu vor 10 Jahren mindestens so viele Lehrkräfte, wenn nicht auch mehr brauchen. Ganztag gab es in dieser Form vielleicht, weil Bayern auch ein Stück weit zu spät gestartet ist, wo man Dinge, glaube ich, nennen muss, ist es so. Das müssen wir aber flächendeckend ausbauen. Diese Strategie, wohnortnahe Beschulung auch in ländlichen Räumen zu halten, weiterführende Schulangebote in ländlichen Räumen zu entwickeln, kostet Planstellen. Die Hauptschule bei mir im Sekt, wo meine Tochter auf der Grundschule ist, die haben eine Klassenstärke, naja, die ist nicht so schlecht, die liegt bei 25, aber mit 28 Nationen. Ja? Und wenn wir jetzt kleinere Schulstandorte stützen, also mit derselben, waren schon wieder, das war die Klappe. 28 Nationen gibt es an der Hauptschule insgesamt, so ist es. 18 sind es. Wir nehmen die Österreicher doppelt, genau. Symbolhaft ausgesprochen, symbolhaft. Ne? Ich bin Theologe, muss das mehr finanzieren. Ne? Also diese Herausforderung haben wir zu sehen. Mit derselben Lehrkraft, in der Sie eine solche Klasse mit mehr Nationen als Schüler beschulen, mit derselben Lehrkraft werden Sie einen kleinen, an einem kleinen, einzügigen Hauptschul- oder Mittelschulstandort in der Fläche eben eine Klasse beschulen mit jetzt auch möglich unter 15 Schülern. Diese Herausforderung müssen wir meistern. Das wird Ressourceneinsatz erfordern und ich kann nur dafür werben, wenn der Georg Fahn schon mal bei Ihnen vorbeikommen sollte, ihm dies unauffällig nahezulegen. Und du weißt, dem haben wir so viel beizubringen, da werden wir das auch noch erledigen. Lieber Bernd Birke, du hast auch viele Erfahrungen gemacht mit unternehmerischer Art und auch in der Ausbildung. Was erwarten denn Unternehmer, Ausbilder, Ausbildende von der schulischen Ausbildung? Was ist gut, was muss sich vielleicht noch ändern? Ja, lieber Martin, geht das? Ja. Lieber Martin, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Staatsminister. Ich bin mit einem kleinen Wunschkatalog hierher gekommen. Sie haben ihn schon abgearbeitet, dafür vielen herzlichen Dank. Ich muss aber auch ein Riesenkompliment an SELB, vor allem jetzt an die Dr. Franz Bogner Mittelschule, weitergeben. Der Schulleiter, Herr Dauber, hat, glaube ich, die Möglichkeiten, die Sie den Mittelschulen an die Hand gegeben haben, sehr geehrter Herr Staatsminister, zu 100% umgesetzt. Den Erfolg werden wir natürlich erst in ein paar Jahren sehen. Vor allem, wie verändert sich jetzt das Bildungsniveau von den Schulabgängern? Und das ist eben unser Hauptthema, auch im Handwerk, dass das Bildungsniveau einfach noch ein klein Stückchen weiter nach oben kommen muss, ganz einfach aus dem Grunde heraus. Die technischen Anforderungen, ich komme ja aus einem technischen Beruf, technischen Zweig, die werden immer größer. Die Bildung oder der Bildungsgrad der Schüler, und das mussten wir feststellen, und das ist sehr, sehr schwierig dann auch für uns, war rückgängig. Und damit die Schere immer größer. Und das ist natürlich jetzt durch die neuen Mittelschulen, die sind ja damit aufgewertet worden. Das ist sehr, sehr gut. Herr Eggers hat es ja auch ganz klar gesagt, wir rekrutieren den größten Teil unserer Auszubildenden gerade aus den Volksschulen, Mittelschulen heraus. Und eine kleine Bitte hätte ich trotzdem noch. Ich habe mit Schülern gesprochen, die mit Smartboards arbeiten. Und die Motivation, die Lernmotivation, und das haben ja auch die Lehrkräfte bestätigt, ist dadurch gestiegen. Ich weiß, dass es bei Sanierungen, Neubauten von Schulen ja sowieso ausschließlich diese Smartboards, Whiteboards gibt. Und ich bitte auch da jetzt bei den Mittelschulen, gerade mit dieser neuen Technik auch zu fördern, die Möglichkeit zu geben, diese Schulen mit diesen ja doch sehr teuren, neuwertigen oder neueren technischen Schultafeln auszurüsten.
Und hier ein großes Kompliment an den Oberbürgermeister der Stadt Selb, Herr Greil. Sie haben genau erkannt, um was es geht. Denn hier an dieser Schule 20 Klassenräume mit 11 Smartboards, hervorragend, ganz klasse. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben erkannt, worum es geht. Ja, was erwarten wir uns? Wir Ausbilder haben oftmals das Problem, dass die Jugendlichen, wenn sie sich bewerben, oft gar nicht wissen, was wird in dieser Branche, was wird in diesem Beruf verlangt. Hier ist natürlich Vorreiter auch wieder die Mittelschule. Die Vorbereitung der Jugendlichen wird immer mehr gefördert. Auch das ist ja jetzt neu, ist intensiviert worden. Werden wir auch sehen, wie sich das entwickelt, aber ich gehe auch davon aus, dass es positiver sich gestalten wird. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, und das ist bezogen auf meine Branche, dass man Physik, Chemie und Biologie in einem Fach zusammenfasst, das von einer Lehrkraft begleiten lässt, und wenn es dann Biologie ist, dann wird es mit Chemie und Physik schon schwieriger, den nötigen Lehrstoff zu vermitteln. Und gerade bei uns in der Elektrobranche, die drei Hauptfächer, Mathematik, Physik, Chemie, das ist grundlegend. Wenn wer das nicht beherrscht, hat bei uns in der Branche, in der Berufsschule große Probleme. Wir unterstützen unsere Auszubildenden dahingehend, dass wir Zusatzunterricht anbieten, Mitarbeiter bei mir im Unternehmen. Mittlere Reife, egal ob er jetzt von der Wirtschaftsschule kommt, egal ob er von der Mittelschule kommt, M-Zweig, oder ob er vom Gymnasium kommt oder von der Realschule. Er kann hier weitermachen, FAS. Nächstes Jahr wird man auch mit einer BOS weitermachen können. Also wenn die Schüler, die nach der mittleren Reife nicht gleich in die FAS gehen, sondern erst einen Ausbildungsplatz wahrnehmen wollen, eine Ausbildung, was wichtig ist, was von den Betrieben immer mehr moniert wird, dann können die mit der BOS weitermachen. Und vorhin ist es ebenfalls schon angeklungen, im nächsten Schuljahr wird es in Wunsiedel am Lugi eine Einführungsklasse geben. Das heißt, dann hätten die Realschüler noch die Option, statt in die FAS eben ins Gymnasium zu gehen. Ja, wie geht es dann weiter nach der Fachhochschule oder nach der BOS? Ja, setzt sie eben ein Studium an, entweder an der Fachhochschule oder wenn die aus der 13. Klasse kommen, dann an der Universität. Bei der Technikerausbildung sieht es ein bisschen anders aus. Technikerausbildung, das ist eine Ausbildung an der Fachschule. Da haben wir hier auch einige hier im Landkreis. Ich erinnere nur an die Fachschule für Prüftechnik, gleich hier nebenan nicht. Eine Fachschule für Metalltechnik, Steintechnik haben wir in Wunsiedel, Fachschule für Steintechnik, wo man Techniker oder auch Meisterprüfer machen kann. Eine Schule, die uns momentan sehr viel Sorgen macht, weil die Schülerzahlen halt ein bisschen in den Keller gehen. Oder wir haben eine Lebensmitteltechnik-Schule in Kulmbach oder Textiltechnik in Münchberg. Ja? Was ist die Voraussetzung dazu? Die Voraussetzung war gefragt, ich muss hier keine mittlere Reife haben, aber ich brauche eine einschlägige Berufsausbildung, eine einjährige Berufspraxis oder mindestens 5 Jahre Berufspraxis. Ja, und dann hat man die Chance, diese 2-jährige Schule zu durchlaufen. Bei uns, wenn ich jetzt für Wunsiedel sprechen darf, da richtet sich es also an die Steintechnik. Die werden dann eben Techniker oder können alternativ auch noch eine Meisterprüfung machen. Herr Donner, vielen Dank. Der Minister weist gerade darauf hin, dass er in seinem letzten Italienurlaub sogar dort einen Absolventen ihrer Schule getroffen hat. Und das Bild, das er mir da per SMS geschickt hat, das kann ich Ihnen dann mal zeigen, ob Sie den wiedererkennen. Auch ich habe mich gefreut, die überall unterwegs sind. Bernd Birge, du hast vorhin angesprochen, Ausbildungsfähigkeit. Und vieles ist ja auch ein Thema, das eben nicht in der, oder sind Fragen, die nicht in der Hand der Lehrerinnen und Lehrer liegen, sondern die auch grundlegende Fragen der Erziehung sind. Und da wollte ich jetzt den Herrn Sachs mal fragen, Ihr Thema in der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft, aber auch im Unternehmen. Es gehören einfach gewisse Werte und Tugenden auch dazu, um erfolgreich sein zu können in der Ausbildung und im späteren Leben. Und da richten wir uns auch an die Eltern und wollen auch sagen, das können Lehrerinnen und Lehrer gar nicht alles leisten. Im Betrieb wird da auch noch viel nachgeholt. Vielleicht können Sie da ein bisschen aus Ihrer Erfahrung schildern. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Wort. Erziehung, nachhaltige Wertevermittlung. Tja, wissen Sie, meine Damen und Herren,
Da gibt es natürlich schon Probleme. Als Vorsitzender des Arbeitskreises Schule Wirtschaft im Landkreis Hohensiedl habe ich einen etwas anderen Ansatz als meine Kollegin, die Frau Dr. Strunz, im Landkreis Hof. Ich besuche im Landkreis in der Mehrheit die Hauptschulen, um den jungen Menschen, den jungen Leuten, den Schülern mal beizubringen, was auf sie zukommt, wenn sie aus der Schule kommen. Und es wurde heute schon gesagt, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich danke Ihnen, Herr Minister Dr. Spenio, dass Sie die Mittelschule als solches so unterstützt haben. Aus der Hauptschule in die Mittelschule. Aber der neue Name, die neue Bezeichnung hat natürlich noch nichts mit einer Imageverbesserung zu tun. Und da haben wir, und da machen wir uns bitte nichts vor, da haben wir in der Tat noch Probleme. Ne? Ganz klar. In den letzten Jahrzehnten ist die Hauptschule mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert worden. Denken wir dran, das Problem von Deutschschwächen von Migranten. Wie sieht denn das aus mit den Schülern in der Gesamtheit der Klasse, wenn immer mehr Rücksicht genommen werden muss, dass dies oder jenes nicht erreicht werden kann? Wie sollen das die Lehrer noch schaffen? Wie sollen die Schüler, die verblieben sind und sich noch motiviert anstrengen, einen guten Hauptschulabschluss oder Mittelschulabschluss zu erreichen, wie sollen sie das bewältigen? Mal ganz ehrlich gesagt, also da hat die Mittelschule oder die Hauptschule natürlich noch ein Problem. Und da dürfen wir unsere Augen nicht verschließen. Ich bin selbst Ausbilder im Unternehmen. Ich bilde beispielsweise die Kaufleute in unserem Unternehmen aus. Und ich muss sagen, die Anforderungen an die Ausbilder in der Gesamtheit werden immer größer. Sie werden schwieriger. Warum? Weil auch oftmals das Gelernte, das man mit dem Schulabschluss erreicht haben soll, nicht in dem Maße vorliegt, wie es sein soll, wie es erwartet wird. Machen wir uns da uns bitte nichts vor. Dass wir jeden Kopf brauchen, das sagte ich auch, Herr Schöffel, mal in einer Präsentation, dass Sie bei uns im Unternehmen waren. Selbstverständlich brauchen wir jeden Kopf, weil unser Rohstoff ist Brain, ist Hirn. Ja, Rohstoffe haben wir soweit nicht. Aber, und wir haben von einer Schule heute noch nicht gesprochen, ist auch die Förderschule. Vielleicht ist auch die Förderschule mal in der Lage, oder man hilft der Förderschule, der sagt, okay, schauen wir mal die besonders Begabten, ziehen wir sie mal raus, dass man sagt, okay, können die vielleicht noch in der Hauptschule was werden? Wir müssen davon wegkommen, dass sie sagen, ach, vor der Hauptschule, wissen Sie, da kommt mein sportlicher Ehrgeiz. Ich komme aus der Hauptschule und den Stallgeruch möchte ich gar nicht ablegen und ich habe auch studiert. Und wenn man den jungen Menschen die reifliche Entwicklung nicht zubilligt, dann ist das nicht fair. Gut, nachhaltige Wertefamilie, kommen wir mal drauf zu. Nachhaltige Wertevermittlung, meine Damen und Herren. So was wir hier in Selb haben, die Oase, hat Leuchtturmfunktion. Ja, klar, toll. Und ich danke Ihnen auch, Herr Minister, dass Sie das mit Ihren finanziellen Mitteln unterstützen können. Ich bin unter anderem auch Mitglied in der Kirche und unterstütze natürlich auch den Diakon Kricke. Das ist ganz klar, Unterstützung muss natürlich sein. Aber machen wir uns wieder nichts vor. Warum ist das so? Warum kommen Kinder ohne Frühstück oder ohne Mittagessen über den Tag? Warum müssen wir da, warum muss der Staat, warum muss die Schule, warum muss die Kommune und andere Institutionen da einschreiten? Warum? Weil etwas schiefläuft in unserem Staat, in unserer Gesellschaft. Weil wir immer mehr konsumorientiert sind. Das ist die Wahrheit. Wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir die Köpfe ausbilden wollen, die wir später natürlich nicht nur als Häuptlinge, sondern auch als Indianer brauchen, ja, dann müssen wir auch hier ansetzen. Das heißt jetzt nicht mit mehr Kindergeld, nein, sondern der Wert der... Was ist der Lautsprecher? Der Wert der Bildung als wertvolles Gut und die Ausbildung als wertvolles Gut müssen wieder gesellschaftsfähig sein. Das muss in der Masse erkannt werden. Und da müssen wir ansetzen. Ja? Ich könnte noch viel länger referieren, aber ich kann mir vorstellen, die Zeit wird langsam zu Ende gehen. Ja? Okay, drum ja, gerne mal. Aber ich hätte noch viel zu sagen.
eins wissen Sie, das bin ich auch von meinen Schulungen gewohnt. Ich kann auch den letzten Satz nochmal sagen. Vielen Dank, Herr Sachs. Und der große Applaus zeigt ja, dass Sie hier den Nerv getroffen haben, aller Beteiligten, worum es wirklich geht. Und jetzt machen wir wieder einen Schwenk zu einem Auszubildenden, der auch viele Erfahrungen schon gemacht hat mit der Schule, mit Praktikas und mit diesem Werdegang eben von der Schule in die Wirtschaft. Und ja, ich will Philipp Konrad mal fragen, haben denn sowohl die Schulen als auch die Unternehmen den Wert und die Chancen von Praktikas verstanden und wird das wirklich also entsprechend genutzt, dieses Instrument, um auch ja, junge Leute vorzubereiten auf das Leben in der Wirtschaft und umgekehrt eben auch sich zu präsentieren bei solchen Veranstaltungen? Hallo, ich möchte danken, dass ich heute hier sein darf, für die Einladung bedanken. Ich bin davon überzeugt, dass es die Unternehmen und auch vor allem die Schüler nicht wirklich erkannt haben, die Chancen von einem Praktikum. Herr Birk hat es vorhin angesprochen, es kommen sehr viele Schüler in die Betriebe und haben eigentlich gar keine Ahnung, was sie erwartet. Und in Deutschland werden so viele Ausbildungen abgebrochen, weil sie einfach vielleicht mit der Situation überfordert sind. Weil sie nicht vorher wissen oder abwägen können, was muss ich können. Bin ich überhaupt für den Beruf geeignet, sowohl körperlich als auch ja, von der Intelligenz her, sage ich jetzt einmal. Es gibt so viele Vorteile, die ein Praktikum mitbringt, vor allem auch für die Betriebe. Betriebe können vorher schon schauen, vor der wirklichen oder vor der Bewerbungszeit, wenn Praktikanten hier sind, passt der. Und können Sie vielleicht vorher schon mal die Fühler ausstrecken nach geeigneten Auszubildenden für die Zukunft? Und ich höre immer wieder, wenn ich Freunde oder Bekannte frage, sie haben ein Praktikum gemacht, dann heißt es sehr oft, ja, ich durfte eigentlich den ganzen Tag nur scannen oder ja, Werkstatt aufräumen. Und das ist nicht wirklich der Sinn eines Praktikums. Davon lernt man nichts, von Akten scannen oder Akten sortieren. Und ich denke, das sollte in den Betrieben ja, viel mehr ernst genommen, solche Praktika. Und den Schülern wirklich vermittelt werden, was müssen sie können, sind sie wirklich geeignet dafür, körperlich. Ich denke jetzt hier an Maurer-Ausbildungsberufe, Dachdecker. Da ist ja nicht wirklich jeder geeignet dafür. Und kommt man in einen Betrieb und nach der Probezeit stellt sich heraus, das ist nicht wirklich was, dann ist natürlich die Möglichkeit, entweder ziehe ich das jetzt durch die nächsten 3 Jahre, davon profitiert der Betrieb auch nichts, weil danach muss er ja, ihn wieder gehen lassen, weil er einfach nicht, mit ihm kann man die Zukunft einfach nicht weiter planen. Ja, und das finde ich eigentlich sehr schade. Der Herr Donner hat sich direkt dazu gemeldet, wenn Sie ihm das Mikrofon nochmal kurz geben können. Ja, ich möchte mal in Bezug auf die Praktika, wir alle wissen, wie wichtig Praktika sind, ob das jetzt Hauptschüler sind, ob das Realschüler sind. Ich behaupte mal, mittlerweile gibt es eigentlich fast keine Schule mehr, die Praktika macht, an der FAS sowieso ganz, ganz viele. Ich möchte mich an dieser Stelle mal für unsere Schüler und auch für unsere Lehrer bei den Betrieben bedanken. Ich wundere mich in letzter Zeit wirklich, wie die Betriebe das noch schultern. Ich kenne jetzt mittlerweile keine Schule mehr, die kein Praktikum ableistet. Das war das eine, was ich loswerden wollte. Und das andere, Herr Schöffel, was Sie vorhin angemahnt haben, Praktika für Lehrkräfte, das gibt es bereits. Zumindest eben an Berufsschulen. An Berufsschulen wird keine Lehrkraft befördert, wenn sie nicht innerhalb der letzten 4 Jahre ein 10-tägiges Betriebspraktikum nachweist. Das heißt also, man muss alle 4 Jahre wieder ein Praktikum machen. Man müsste überlegen, ob man das auf andere Schulen auch übertragen kann. Besten Dank, Herr Donnert, und ich gebe das Wort weiter an Dr. Dorothee Strunz, die jetzt noch was zu sagen hat. Also ich wollte sagen, die Betriebe bieten diese Praktikumsplätze und sie werden das sicherlich zunehmend tun und sie werden sich auch zunehmend Mühe geben, die erfolgreich zu gestalten. Also da bin ich ganz, ganz sicher. Was ich vielleicht noch ergänzen wollte, also der Arbeitskreis Schule Wirtschaft, der arbeitet seit vielen Jahren in der Verzahnung mit der Hauptschule sehr intensiv. Wir haben nur die Entwicklung an den Gymnasien mit dem P-Seminar aufgegriffen und das sehr intensiv bearbeitet. Und ich würde auch die Bitte an Sie richten, also
dass das P-Seminar nicht abgeschafft wird. Es gibt da Gerüchte, dass man also die Stundenzahl zurückfahren will und dass man das P-Seminar als eine Möglichkeit sieht, das möglichst relativ schmerzfrei zu tun. Vielleicht sind es Gerüchte, hoffentlich. Ich denke, das P-Seminar ist eine tolle Einrichtung, auch für kreatives Arbeiten bei den Lehrkräften, die da wie Unternehmer übrigens tätig sein können, mal ganz andere Wege gehen können, zu guten Zielen kommen. Wir haben tolle P-Seminare gehabt. Es wäre jammerschade, wenn das sterben würde. Und ich würde sehr darum bitten, also dass, wenn solche Überlegungen bestehen, dass die nicht weitergeführt werden. Ich habe dann noch ganz kurz auch ein Anliegen jetzt hier. Das Thema heute war ja eigentlich das dreigliedrige Schulsystem. Ich kann aus Sicht der Wirtschaft eigentlich nur sagen, für uns ist wichtig, dass die Schulen verlassen oder dass Schüler unsere Schulen verlassen, die lern- und weiterentwicklungsbegeistert sind. Für uns als Wirtschaft ist es nicht gut und nicht sinnvoll, dass wir wenn wir ein Schulsystem haben, das von weiten Teilen der Elternschaft und von weiten Teilen der Schüler als nicht zukunftsfähig angesehen wird. Wenn Sie das Gefühl haben, wir sind hier auf dem Abstellgleis, wir kommen hier nicht weiter, wir können uns auf der Hauptschule namentlich nicht so weiterentwickeln, wie wir uns das wünschen. Und das führt dazu, das möchte ich auch sagen, und das sehe ich durchaus als etwas bedenklich an, dass in vielen Familien eine Weiterbildungspanik ausbricht. Und das mit nicht genügender, Entspanntheit und Gelassenheit geprüft wird. Was hat ein Kind wirklich für Chancen? Was hat es für Fähigkeiten? Und mein Kollege Sachs hat das angesprochen. Die Schlüsselqualifikationen, die sind mindestens genauso wichtig wie die kognitiven Fähigkeiten in der Breite. Also wir brauchen in der Wirtschaft nicht nur Ingenieure, wir brauchen nicht nur Indianer, wir brauchen nicht nur Häuptlinge, sondern wir brauchen auch Indianer, wir brauchen Leute, die zuverlässig und loyal über lange Zeit in unseren Produktionsstätten arbeiten, das brauchen wir auch. Und deshalb denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir, also wie Sie gesagt haben, in den Kernschulen so attraktive Angebote schaffen, dass alle Eltern das Gefühl haben, mein Kind hat jedwede Entwicklungsmöglichkeit und dass es eben nicht zu dieser Weiterbildungspanik kommt. Und ich denke, da ist die Bayerische Staatsregierung jetzt mit der Entwicklung der Mittelschule auf einem sehr guten Weg, gerade auch im ländlichen Raum. Vielen Dank. Dieses Gerücht in Anführungszeichen zu den PIN-Seminaren im Gymnasium können wir vielleicht gleich aus erster Hand eine Antwort bekommen? Also ich habe noch nicht einmal das Gerücht gehört. Also, lass mich zwei Dinge sagen. Herr Sachs, Sie stammen aus Westmittelfranken, stimmt das? Ich bin aus Nürnberg. Ah, also Mittelfranken, westliches Nürnberg, oder? Wir haben in der Tat zu sehen, dass in unserem Bildungswesen, das gilt jetzt bundesweite Erhebungen, aber das kann man auch feiern, ist es vielleicht nicht ganz so, dass wir ein Zunehmen der sogenannten Risikogruppen haben. Was sind das? Risikogruppen. Und jetzt sind wir bei einem Thema, das man in der Öffentlichkeit, glaube ich, in der Schärfe noch gar nicht so wahrnimmt. Im vergangenen Jahr war ich Präsident der Kultusministerkonferenz und wie die PISA-Studie für Deutschland vorgestellt wurde, waren natürlich die ganzen wissenschaftlichen Größen dabei. Und da konnte man eben feststellen, dass in diesen 10 Jahren das Thema Migration, also oder die Herausforderung natürlich noch nicht im ausreichenden Maße beantwortet, aber doch große Fortschritte geschehen sind. Und hat einer dieser Bildungsforscher gesagt, das Thema der geschlechterspezifischen Problemstellungen, neudeutsch Gender, also dass wir unterschiedliche Entwicklungen bei Buben und Mädchen haben, dass das aus seiner Sicht fast schon die Problemstellung erreicht hat, die eben bisher das Thema Jugendliche mit Migrationshintergrund hatte. Und wir haben ein Auseinandergehen, der etwa im Bereich der Lesekompetenz zugunsten der Mädchen zu Lasten der Buben. Und wir haben immer noch einen Vorsprung der Buben im Bereich der MINT-Fächer, wenn Sie so wollen, aber da holen die Mädchen massiv auf. Und wenn Sie an einem bestimmten Punkt sehen, die Masse derer, die ein Medizinstudium aufnehmen, zu dessen Zugang, wissen Sie ja, eine ganz herausragend gute Abiturnote zählt, 1,0, 1,2, 1,3 bis 1,5 über die jeweiligen Zulassungen, sind 80% Frauen, junge Frauen. Weil der Anteil, weil das werden wir auch jetzt wieder sehen, weil auch im Doppeljahrgang, an den Jahrgangsbesten nehmen die Mädchen deutlich zu. Das ist eine massive Herausforderung. Das zweite ist das Thema junge Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist so, dass wir hier die kumulierte Risikogruppe, Entschuldigung, das ist ja der Fachbegriff, sind junge Männer mit Migrationshintergrund in den größeren oder großen Städten. Die erreichen zu einem Fünftel keinen Ausbildungsplatz. Und das ist eine ganz große Herausforderung, der wir uns in Bayern auch stellen müssen. Da sind wir Gott sei Dank am Schluss des Tages. Die Chancen sind dann für die jungen Menschen, muss ich sagen, dann doch besser als an anderen Standorten.
Sie kennen diesen Ländervergleich, wo die Leistungsstärke von jungen Menschen der 9. Klasse letztes Jahr verglichen wurde. Übrigens nicht nur des Gymnasiums. Das wird immer übersehen. In diesem Ländervergleich wurden die 9. Klassen der Hauptschulen, der Realschulen, wenn es sowas gibt, die Wirtschaftsschulen und Gymnasien verglichen. Sie wissen, dass die bayerischen Schüler nicht ganz weit hinten waren, sondern eher sich im vorderen Bereich bewegt haben, um es einmal bescheiden auszudrücken. Und da gibt es eine Untersuchung der jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Und da ist es so, dass letztlich die Leistungsstärke oder die Leistungsfähigkeit der jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die auf Bayern-Schulen sind, bei all den Problemen, die wir haben, erstens unter den Migrationsjugendlichen insgesamt auch auf den vordersten Plätzen lagen und die eine höhere Leistungsfähigkeit hatten wie die Mehrheitsgesellschaft, also die aus so viel deutschen Familien stammenden Kinder und Jugendlichen der 9. Klassen in Bremen und in Brandenburg. Das heißt, wir haben hier eine differenzierte Landschaft, der wir uns widmen müssen. Wir müssen uns diesen Risikogruppen widmen. Wir müssen das Thema der Sprachfähigkeit der Jugendlichen mit Migrationshintergrund sehr, sehr ernst nehmen. Das hat mit dem Erwerben der Sprache schon vor Einschulung zu tun. Da sind wir auf keinem schlechten Weg, aber das muss auch noch besser werden. Und dann müssen wir etwas tun. Wir müssen nämlich im Verlauf des Weges, den ein junger Mensch durch das Bildungswesen nimmt, zum Beispiel Deutsch an Berufsschule für Migranten, das ist ein neuer Ansatz. Deutsch praktisch schulart zentriert, an weiterführenden Schulen, nicht nur an den Mittelschulen. Das sind Themen, die auch zum Beispiel zusätzlich Lehrkräfte binden. Das Thema, das Sie wiederum angesprochen haben, was leistet denn diese Mittelschule und kann sie? Mir war völlig bewusst, dass der Vorwurf schnell bei der Hand ist, der Spende lässt jetzt an 965 Hauptschulen die Türschilder austauschen. Das ist also der klassische Etikettenschwindel, war ja auch oder ist ja auch nach wie vor ein Thema. Nur ich glaube, wenn wir den Ansatz anders gewählt hätten, wenn wir, sagen wir, zusätzliche Förderstunden gegeben hätten, was möglich ist, Stichwort Modularisierung, also viele Elemente aus der Hauptschulinitiative, an der Schulen in ganz Bayern mit größter Intensität mitgewirkt haben, wenn man das alles Stück für Stück, vielleicht nacheinander, auf den Weg gebracht hätte, glauben Sie, dass wir heute über Mittelschule so reden könnten, wie wir noch vor 2 Jahren über Hauptschule gesprochen haben? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich bin natürlich täglich in Bayern unterwegs und darüber hinaus, also wir gelten ja so nach den Veränderungen in Baden-Württemberg so als die Menschen da im Süden, die noch einem differenzierten Bildungswesen mit einer eigenständigen Schulart, Haupt- oder Mittelschule festhalten. Die Debatte über diesen Platz, den Mittelschule im Schulwesen hat, die hat sich ein Stück weit verändert, dass sich die Realität an diesen Schulen weiterentwickeln muss. Dass man die Wege, was ist der mittlere Abschluss am Schluss wirklich wert, und der wird sich verändern. Der wird sich verändern, weil wir die Standards, die für ganz Deutschland gelten, einführen. Das heißt, vor allem in Englisch werden die Anforderungen steigen, aber auch in den anderen beiden Bereichen. Darum müssen wir uns mühen. Sie werden, glaube ich, von der Bayerischen Staatsregierung nicht hören, dass wir alles für eitel Freude halten, sondern dass wir wissen, wo die Aufträge sind. Jetzt sage ich Ihnen ein Beispiel, das so ist, wie es ist. Martin weiß das, weil das seit dem ersten Tag schon, und leider konnte man da keine Verbesserungen anbringen. Bisher, das ist die Förderschule, Sie haben es angesprochen, das Thema Inklusion will ich nur antippen, das würde abendfüllend sein. Aber es ist in Bayern so, dass wir leider im nationalen Vergleich an den Förderschulen die schlechteste Lehrerversorgung haben, bundesweit. Das ist ein Punkt, den müssen wir klar auf den Tisch legen und daran arbeiten. Und nur so werden wir miteinander vorankommen. Und deswegen haben Sie auch den Beifall bekommen, zu Recht, weil Sie diese Dinge klar ansprechen, auf die wir Antwort geben müssen. Vielen Dank. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal herzlich bedanken für die spannende Diskussion auf dem Podium. Aber ich denke, es ist an der Zeit, auch Sie alle, meine Damen und Herren, mit einzubinden. Der Minister hat uns ja eine deutliche Zugabe versprochen. Und ich denke, das war jetzt aber auch ganz wichtig in dieser Breite. Und deswegen möchte ich Sie jetzt mal fragen, es stehen Saalmikrofone zur Verfügung. Sibylle Kiesling und Reinhold Roth halten die bereit. Und möchte in einer ersten Frage jetzt mal fragen, was gibt es zu den bisher angesprochenen Themen von Ihnen zu fragen oder beizutragen, und würde dann in einer zweiten Runde eben dann nochmal die ganzen Fragen auch oder in mehreren Fragenrunden Fragen zum allgemeinen Schulpolitik. Wir haben uns ja bisher noch nicht mit allen Schularten da intensiv beschäftigt. Also erste Frage zu dieser Runde. Wer möchte dazu etwas beitragen? Das ist nicht der Fall, das bedeutet breite Zustimmung. Doch, Herr Saalfrank, stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums. Das ist jetzt eine ganz kleine Sache eigentlich.
aber ich habe jetzt gerade auf dem Tisch gehabt, wir haben eine Schülerin, die möchte in Ferien ein Praktikum machen. In einem Betrieb, denke ich jetzt mal, oder in einer Praxis. Das Problem ist ja ganz banales, sie ist nicht versichert dann. Der Gemeindeunfallversicherungsverband lehnt die Versicherung ab, wenn das nicht jetzt einen deutlichen Bezug zum Unterricht hat, so wie beispielsweise die Betriebspraktika an der Hauptschule. Und das kann es doch nicht sein. Es muss doch auch für einen Gymnasiasten möglich sein, wenn er in den Ferien sich weiterbilden will durch ihr Praktikum, dass er versichert ist. Der Betrieb kann natürlich die Versicherung übernehmen, aber wir erleben es immer wieder, dass Praktika scheitern, weil diese Versicherungsfrage nicht geklärt ist. Versicherungsfrage bei Praktika. Ich gebe gleich mal weiter an Dr. Dorothee Strauss. Also in den Industrieunternehmen ist das überhaupt kein Problem. Also die sind über die berufsgenossenschaftliche Grundabsicherung abgesichert. Also wir haben ja zig Gymnasiasten im Praktikum bei uns. Also das überrascht mich jetzt, dass Sie das sagen. Das ist bei uns noch nicht als Thema aufgetreten. Ich weiß nicht, ob bei den anderen Unternehmen, aber... Ja, wir stellen es nicht in Frage. Ne? Der Betrieb stellt es in Frage. Ne? Ist es beispielsweise eine Praxis oder ein kleiner Betrieb, Laden oder was weiß ich jetzt genau. Wir haben das schon mehrfach gehabt, dass es ein Problem gab mit dieser Versicherung. Ich denke, das müsste sich lösen lassen. Jetzt gibt es eine weitere Frage in der hinteren Reihe. Wenn Sie vielleicht kurz auch Ihren Namen uns sagen, dass wir wissen... Ja, mein Name ist Stengel. Ich wollte gleich auf die Frage meines Vorgängers antworten. Für 4,80 Euro ist man haftpflichtversichert und für weitere 4,80 Euro unfallversichert über die Bayerische Versicherungskammer. Die Verträge kann man sich jederzeit zuschicken lassen. Das ist bestimmt auch ein guter Partner. Das können wir hier bestätigen. Gibt es weitere Fragen zu dem Bereich Schule und Wirtschaft? Ganz da vorne, Sibylle, Dr. Otto Max Schäfer. Vielen Dank. Ich hätte eine kurze Bemerkung. Wir haben genau diese Frage im Industrie- und Handelsgremium, Sepp Marquette, wird sehr intensiv diskutiert. Und was Sie vorhin gesagt haben, Herr Tauber, die Schüler kennen die örtliche Wirtschaft nicht, war eines der Kernprobleme, das wir hatten. Und dazu ganz kurz ein paar Beobachtungen, die wir gemacht haben. Zum Ersten, P-Seminare und Praktika sind wichtig, aber sie helfen nicht, in der Breite das Ganze zu erfassen. Das heißt, man lernt ein Unternehmen kennen, aber man lernt nicht die Unternehmenslandschaft kennen. Das Nächste, Mittelschulen und Hauptschüler sind klar führend in der Kenntnis, weit vor dem Gymnasiasten. Das Nächste, wie sage ich das jetzt vorsichtig, auch in der Lehrerschaft wäre eine Weiterbildung in dieser Richtung unbedingt notwendig, um das an die Schüler kommunizieren zu können. Und der nächste Punkt war dann, in den Unternehmen ist die Bereitschaft, hier mitzumachen, sehr groß, aber die Fähigkeit, sich selber zu organisieren, um das sozusagen anzubieten, die ist nur sehr eingeschränkt da. Es gibt Organisationen, aber wir haben als Unternehmen und auch als IHK nicht das Netzwerk, um das zu machen. Das müsste irgendwie von den Schulen ausgehen. Die Unternehmen sind da und die würden das auch machen. Wir haben dann auch Gespräche geführt mit Direktoren vom Gymnasium und haben da teilweise die Antwort bekommen, wir haben das auch nicht im Lehrplan drin. Deswegen wäre es mit Sicherheit hilfreich, wenn wir hier das einfach von den Schulen noch mehr ausgehen könnte, dass das in die Unternehmen würden das mit Sicherheit machen, dass einfach diese Bildung breiter Teil dessen ist, was man erreichen will. Also ich möchte nur ganz kurz sagen, hier in der Region, wir haben bei der Kontakta 70 ausstellende Unternehmen und das gibt schon einen breiten Eindruck über das, was hier die Region bietet. Und jeder Gymnasiast, der diese Messe verlässt, und das bestätigen also, glaube ich, auch die Kollegen hier, die sagen, also wir hätten nie gedacht, dass die Region das zu bieten hat. Wir haben bei der letzten Kontakta 233 Berufsfachvorträge von Führungskräften organisiert. Das heißt von Menschen, die hier in 28 Berufsfeldern aktiv sind. Auch das ist eine
sehr gute Möglichkeit, um den Schülern einen breiten Überblick zu bieten über das, was die Region hier bietet. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht noch besser werden kann. Wir werden dieses Jahr in der Kontakt, da werden wir erstmals die Lehrkräfte auch einladen, in Kontakt zu kommen mit den Referenten dieser Berufsinformation, die parallel zur Messe stattfindet. Aber ich denke, das sind erste Schritte. Und sicherlich wäre es sinnvoll, wenn man den ständigen Dialog zwischen Gymnasien und Wirtschaft noch auf andere Weise stabilisiert. Aber ich glaube, das P-Seminar ist eine hervorragende Entwicklung in diese Richtung. Das ändert, das ist richtig. Es ändert aber trotzdem nichts an der Sache, dass das derzeit auf reiner Freiwilligkeit beruht. Das sind extrem motivierte Lehrer, die das ermöglichen. Das sind Schüler, die das in ihrer Freizeit machen. Es ist aber nicht Teil dessen, was wirklich erwartet wird. Die allgemeine Kenntnis der Wirtschaft zu Hause natürlich nicht. Also ich werde jetzt gleich dann auch die das P-Seminar ist nicht Frau Mikkel und Kenntnis der Wirtschaft. Muss das versuchen, dass wir das entsprechend auch also, dann untereinander alle verstehen und deswegen. Also wir gehen davon aus, dass das nicht stimmt. Das war sicherlich früher der Fall, aber G8 ist nicht mehr der Fall. Also die Schüler haben verpflichtend das P-Seminar. Sie haben die Kontakte, wir machen auch diese Berufs- und Studieninformation. Wir haben stets enge Kontakte mit dem Arbeitsamt. Wir haben in unserem Gymnasium ein Berufswahlseminar. Unsere Schüler gehen zweimal zur Kontakta. Also ich denke, mehr kann und muss man auch nicht machen. Wir haben ja hier vielfältige Angebote auch, aber immer organisiert oder meistens organisiert von Seiten der Wirtschaft. Die Wirtschaftsjunioren bieten viel an. Hier in Zelt gibt es einen Hochschultag, wo man also auch darstellt, die AGI macht eine lange Nacht der Industrie und so weiter. Also es ist vielleicht auch die Frage, inwieweit da eben die Schulen noch das eine oder andere in diese Richtung anbieten könnten. Die Gymnasien wurden angesprochen, der Minister wollte dazu auch was sagen. Also ich glaube, dass wir von der strukturellen Kontaktpflichtaufnahme, wenn man so will, quer durch die Schularten, glaube ich, noch nie so viel anzubieten hatten, wie es heute der Fall ist. Wenn das bemerkt wird, dass die Breite der Kenntnisse, wenn jetzt aus München komme, ist natürlich jetzt für einen, auch einen engagierten Gymnasiasten ist etwas schwierig, wie soll ich sagen, in großer München die Struktur der Betriebe zu überblicken. Darum geht es aber gar nicht, glaube ich. Wir haben landesweit, und das ist ja eine bundesweite Organisation, darf ich ja schon fast sagen, diese Plattformen der Arbeitskreise Schule und Wirtschaft, die mit unterschiedlichen Strategien, aber doch ja bestückt sind, wenn man so will, von beiden Seiten, und zwar immer mit hochkarätigen Vertretern aus der Schullandschaft, aus der regionalen Wirtschaft, aus dem Kammerbereich, die eine Drehscheibenfunktion haben. Wir konnten ja im vergangenen Jahr in Berlin, konnte ich das einmal auf der Landesebene wirklich erleben, was da passiert. Das ist, glaube ich, etwas, das durchaus jetzt in einem hoheitlichen Auftrag diese Dinge mitorganisiert. Wir haben dann natürlich, die Hauptschule brauchen wir jetzt ansprechen, die Mittelschule, wir haben natürlich durch die Ausrichtung etwa der MINT-Initiative an der Realschule, das ist Teil, wie soll ich sagen, des inhaltlich strategischen Pakets zur Weiterentwicklung der Realschule, jetzt etwas, wo die bayerische Wirtschaft übrigens ganz intensiv auch, darf das einmal durchaus ja sagen, Geld in die Hand nimmt und das Thema frühe Begegnung mit den Bereichen, die für unsere Volkswirtschaft natürlich von überragender Bedeutung sind, im Rahmen der MINT-Fächer. Haben aber natürlich auch im Bereich der Realschule diese Achse hinein in die betrieblichen Praxis und haben jetzt mit diesen Praktikumstagen, die das Gymnasium ja auch anbietet, ausweist, verlangt und dem P-Seminar schon etwas fundamental Neues. Und da möchte ich wirklich den Betrieb oder all den Institutionen danken, die jetzt das in der zweiten, bei der ersten Runde, da konnte man ja, war ich im Vorfeld auch damals bei Ihnen im Hof, Sie haben das ja auch vorgestellt, das war ja damals noch Trockenschwimmen, dass bei der ersten Runde sich so viele Institutionen, Betriebe dafür interessiert haben, was ist dieses P-Seminar, dass man gesagt hat, es waren deutlich mehr, als dann Seminare zustande kamen. In der zweiten Runde war es dasselbe. Und das Besondere an dieser Form ist ja, dass sich Betriebe, Institutionen, wer auch immer es tut, Behörden, über eine lange Zeit, jetzt sagen wir neudeutsch, darauf verpflichten, um das Wort sich zu committen, zu vermeiden, ja, und zwar unter Einsatz von Personal und Sachmitteln letztlich, sich mit jungen Menschen aus dem Gymnasium auf den Weg zu machen. Ich glaube, dass das eine Form ist, die ja auch in die Betriebe oder in die Wirtschaft, die sich dort, in die Betriebe, die sich zur Verfügung stellen, die Institutionen, es geht ja bis zu den Behörden und Verbänden, einen Teil von Schulerleben, den sie so vielleicht auch nicht erlebt haben und umgekehrt. Ich kann Ihnen nur auf, was kann ich, wie viele Messen und Verleihungen
von Preisen für innovative P-Seminare. Das ist ein Stück, also jetzt haben wir selber das eigene Gymnasium noch im Kopf so, das ist ein Stück dessen, was es bisher nicht gab, nämlich eine institutionelle Brücke. Dass das, was Sie anmahnen, vielleicht noch nicht ausreicht, dass man sagt, es gibt ja auch die Lehrer im Praktikum, es gibt Lehrer im Chefsessel. Also die Frage, ob man jeden Lehrer jetzt dann zu, wenn es an den beruflichen Schulen so ist, die Lehrkräfte tragen viel. Dass man sowas mit anbietet, ist durchaus erwägenswert. Ob man es verpflichtend macht, ist also bei dem, was die Lehrkräfte natürlich auch so zu stemmen haben und auch tun in unseren Schulen. Aber diese institutionellen Adapter, bitte nicht falsch verstehen, oder diese Drehscheiben, diese Plattformen sind flächendeckend vorhanden mit hohem Einsatz. Das habe ich wirklich in diesen 2,5 Jahren mit großem Respekt lernen können. Dass es noch nicht ausreicht, das ist konstatiert. Aber ich glaube, dass wir eben neue Elemente haben, die es vor Jahresfrist, hätte ich beinahe gesagt, vor wenigen Jahren in dieser Form als institutionelle Brücken zwischen Wirtschaft und Schule so noch nicht gab. Wenn das noch nicht ausreicht, ist das ein Monitum, das man natürlich aufnehmen muss. Die nächste Wortmeldung ist von Hermann Zirtl, der ist der Realschuldirektor. Und dann haben wir da in derselben Reihe gleich dann die Frage, die wir vielleicht anschließen können. Dankeschön. Ich denke, ich spreche auch im Namen meiner beiden Kollegen aus Magdeburg und Hunsiedel. Also in den Realschulen ist es beispielsweise so, dass sowohl in der 8. als auch in der 9. Jahrgangsstufe ein einwöchiges Pflichtpraktikum abgehalten wird. Und bei uns zumindest werden diese Praktikanten, und ich kenne es aus Magdeburg in ähnlicher Form, da war ich vorher als Konrektor, dann von den entsprechenden Lehrkräften an jeder Praktikumsstelle besucht, sodass also auch der Konnex zwischen den Lehrkräften, dem besuchten Betrieb und den Praktikanten gegeben ist. Also so ganz weltfremd, denke ich, sind auch die Lehrkräfte nicht mehr ganz, was die Berufswelt betrifft. Ich denke aber, auch das ist wie vieles noch verbesserbar. Vielleicht darf ich jetzt gleich anschließen. Babel ist mein Name, Bayerischer Realschullehrerverband für den Bezirk Oberfranken, der Vorsitzende. Also ich muss erst mal sagen, Herr Staatsminister, die Antwort, die Sie jetzt gerade gegeben haben, hat gezeigt, wie Sie eigentlich hinter der Lehrerschaft stehen und auch Forderungen, sage ich mal, die vielleicht von anderen Seiten jetzt kommen, dann nehmen Sie Ihre Lehrer in Schutz, egal von welchen Schularten Sie kommen. Sie haben jetzt in den letzten Jahren viele Pflöcke eingeschlagen, wie wir finden, in die richtigen Richtung und dementsprechend wollen Sie eigentlich, dass wir jetzt erst einmal auf dieser Ebene in Ruhe arbeiten können. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Signal, diese Konstanz, die jetzt von Ihnen und von Ihrem Ministerium erst einmal ausgeht. Dafür bedanken wir uns erst einmal. Als zweites muss ich sagen, dass wir in Oberfranken natürlich sicherlich mit den Herausforderungen zu kämpfen haben, Betriebe und Schule zu vernetzen. Ich komme aus Kulmbach, bin in der Realschule in Kulmbach und die ist die einzige Schule in ihrem Landkreis. Deswegen, wenn wir über 1000 Schüler haben, in einem gesamten Flächenland, das vom Oberland Pressegg bis runter geht, dann nach Treptast, gibt es unheimlich viele Betriebe, die können nicht alle kennen. In der 9. Klasse ist es so, dass sie eben dieses einwöchige Pflichtpraktikum machen, aber bis zur 10. Klasse hin durchlaufen meine Schüler, ich bin selbst Praktikumsbetreuer, mindestens 4 Wochen Praktikum. Das heißt, die gehen freiwillig in den Ferien noch einmal in die Betriebe hinein und überlegen sich sehr genau, wie sie ihren späteren Lebensweg gestalten sollen. Deswegen glaube ich, die Realschule ist hier gut aufgestellt und deswegen bin ich auch so froh, dass ich heute noch einmal mitgekriegt habe, wie gut die Mittelschule jetzt schon aufgestellt ist und deswegen sollten wir hier systemimmanent weiterhin an den Verbesserungen arbeiten. Dagegen wollen wir uns als Lehrer dann natürlich auch nicht verschließen. Vielen Dank. Dr. Roman Pausch hat gleich die nächste Wortmeldung. Ja. Ist an? Geht das? Ja, ich will mich hören. Ich möchte doch nochmal in die Kerbe vom Dr. Schäfer hineinschlagen. Wir haben in unserem Betrieb mit Realschulen und Mittelschulen überhaupt kein Problem. Ich denke, die sind da sehr bewandert, welche Industriebetriebe es in der Stadt, in der Gemeinde gibt. Aber wo wir sehr starke Probleme haben, ist es, Akademiker hier nach Selb zu holen. Und dadurch, dass wir hier keine Lifestyle-Stadt sind, ist ein Schlüssel zum Erfolg, dass die jungen Leute hier bleiben oder zurückkommen. Und da sind wir nicht gut aufgestellt. Und da müssen wir durchaus an uns arbeiten und müssen das bekannter machen, was es hier für tolle Möglichkeiten gibt, der Firmen, die hier noch da sind, die extrem gut am Markt positioniert sind und die sehr gute Zukunftschancen bieten. Ich bin hier auch aufgewachsen und zur Schule gegangen und aus meinem Jahrgang sind vielleicht 10, 12 Leute von 66 noch hier. Und das ist zusätzlich zum demografischen Wandel, den alle verspüren und mit dem alle zu tun haben, ist das hier ein Ausbluten der Region, dem entgegen
gewirkt werden muss. Und das ist, denke ich, auch das, was der Dr. Schäfer meint. Da ist es, sind manche Schulen sehr gut aufgestellt, aber gerade die Gymnasien, die sind da auf jeden Fall noch nicht an der Stelle, wo man sagen kann, die jungen Leute, die wissen, dass sie hier auch eine Chance haben, dass sie nicht weg müssen. Viele junge Leute, denke ich, haben sehr stark das Gefühl, ich muss weg, ich muss hier wegziehen, um entsprechend eine Tätigkeit zu finden. Darf ich nur eine kleine Anmerkung machen, dass ich vor wenigen Tagen unterschreiben konnte, dass am Standort in Marktredwitz auch eine berufliche, also die BOS als Teil der beruflichen Oberschule durch die Probeentscheidung und durch die Nachfrage, das ist der Witz an der Sache, durch die Nachfrage mit Zustimmung des Finanzministers, das ist immer das entscheidende Moment, möglich ist, dass der Herr Landrat und der Martin mich seit Tagen schon löchern, die Forst zu entfristen. Verwaltungsvorgang, der aber natürlich wichtig ist. Auch das geht nur im Zusammenwirken mit dem Finanzministerium. Das zeigt, dass die Strategie, und das ist das, was ich vielleicht nur kurz anreißen konnte, dass wir in der Zeit, in der Bevölkerungsrückgang, demografischer Wandel, Abwanderung in die Zentren Rolle spielt, wir letztlich Schulgründungen in ländlichen Räumen durchführen können. Das sind Wünsche da, die sind einfach nicht erfüllbar, wenn die Schülerzahlen nicht stimmen. Kollegin Kulmach, den Kollegen Kronach sind wir gerade dabei, wirklich was, versuchen wir was aufzustellen, was ganz schwierig ist. Aber das ist ein solches Element. Wenn Sie sagen Ansiedelung, das hat was mit Schule zu tun. Wenn Sie hochwertige Arbeitsplätze anbieten, akademisch abgestützt, dann wird die Familie immer fragen, wie schaut es mit der Schullandschaft aus. Das sind wir jetzt wirklich, das ist der Kernpunkt. Wenn Sie sagen, Sie bieten hochwertige, auch akademisch, also mit Akademikern zu besetzende Arbeitskräfte an, deswegen krumm legen und diese Investition in Bildungsstandorte tun. Jetzt sage ich ganz bewusst was, weil das halt im Moment in der politischen Debatte ist. Ich will das gar nicht parteipolitisch abschärfen. Die Kollegen der Opposition sind im Moment unterwegs, aber ich will es benennen, weil das ja eine Debatte ist, die das Land in den kommenden Monaten auch politisch erleben wird, mit der Idee der Gemeinschaftsschule vor Ort zu demonstrieren, dass man von der Förderschule bis zum Abitur in einer kleinen Schule am Standort alle Abschlüsse anbieten kann, ohne dass man den Monat verlassen muss. Ich will das jetzt einfach so mal stehen lassen. Ich glaube, dass das werden Sie alle bewerten, ich will es jetzt gar nicht vertieft hinterfragen. Wir gehen einen anderen Weg. Wir sagen, wir müssen mit großer Anstrengung das differenzierte Bildungswesen zu den Menschen bringen und nicht umgekehrt. Das ist der Punkt. Und Sie haben recht, natürlich ist das nordöstliche Oberfranken eine Gegend, die insgesamt von der Kommunal- bis zur Bundespolitik und die Instrumente der Landespolitik hat. Da spielt Bildungspolitik auch eine strukturpolitische Rolle. Großer Anstrengung bedarf, aber das kann ich für diesen Raum hier bei Gott wirklich sagen. Das wird mit größtem Engagement betrieben, auch von ihren gewählten kommunalpolitischen bis landespolitischen und bundespolitischen Vertretern. Das ist eine Kerneraufgabe. Ich war jetzt zweimal in Sachsen, habe den dortigen Kollegen Professor Wöller getroffen. Die haben ein Stück weit das schon hinter sich, was wir vielleicht noch in gewissen Regionen vor uns haben. Jetzt sage ich nur ein Stichwort, die Frage der Lehrerversorgung. Der Großteil der Lehrerausbildenden Universitäten ist nördlich der Donau. Wenn ich Passau dazu zähle, dann ist wirklich der Donau nur noch Augsburg und München. Aber die Bedarfe steigen im Süden und die jungen Menschen, die zum Lehramt studieren, gehen nach Bayreuth, nach Regensburg, nach Nürnberg, die würden gerne in der Region bleiben. Das ist ein solches Thema, das müssen wir auch im öffentlichen Dienst beantworten und wir können es kaum beantworten. Was ist aber die Konsequenz daraus? Es kann ja nicht heißen, dass wir im Norden die Ausbildungskapazitäten für Lehramt gegen Null fahren. Sondern das muss heißen, dass wir versuchen, mit einer mühsamen, kleinteiligen Struktur und Regionalpolitik, eben ein Standort wird gegründet, beim anderen ringen wir darüber, ist er dauerhaft, ne, wird die Entwicklung so dauerhaft sein, dass man ihn fristen kann, weil dann Sie vielleicht doch dem einen oder anderen Interessenten, der sich bei Ihnen meldet, sagen kann, wir können Ihnen eben die Fachoberschule, die berufliche Oberschule, was in Bayern eben was Besonderes ist in der Form, die Gymnasien anbieten und mit dem bewerben, was Sie für Ihren Standort dann auch eben an Ausbildung vorhalten können. Das ist ein kleiner Aspekt, sonst völlig klar, dass dieses Ich komme aus München, ich werde jetzt da wahrscheinlich auch dort der örtliche Häuptling meines Vereins. Die Absiedelung von Behörden, das ist ein Thema, das uns ein Riesenproblem macht, sage ich mal ganz deutlich. Ich war gegen die Absiedelung des Landesamtes für Umweltschutz und die Verlegung nach Hof. Habe das in meinem eigenen Stimmkreis, in meinem Stadtviertel, da waren Leute da, die haben uns die ganzen Dinge erzählt. Jetzt war ich in Hof, kommt man natürlich. Jetzt ist aber so, dass in einem sehr kurzen Zeitraum, wie mir die Kollegen da sagen, ein größerer Teil der Mitarbeiter aus der erweiterten Region, natürlich aus Sachsen und so weiter, aber aus der erweiterten Region inzwischen kommt. Auch akademisch,
logischerweise, die haben einen hohen Anteil an akademischen Arbeitskräften. Das ist ein Stück weit gelungen, das ist natürlich auch nur ein kleines Element. Wenn wir jetzt um 800.000 Euro gestritten haben für die Bezuschussung der Fluglinie von Hof nach Frankfurt. Jetzt kann man sagen, 8.000 Euro kann man woanders auch einsetzen, aber wenn das ein Signal ist, mit dem ich strukturpolitische Bemühungen, um den Raum Nordostbayerns zu stärken, mit sowas anfange, dass ich das einstelle, das wäre auch das falsche Signal. Also Struktur- und Regionalpolitik ist nicht immer, nur immer die reine Lehre, sage ich jetzt einmal. Also soziale Marktwirtschaft und klassische Instrumente, die letztlich Struktur und die Infrastruktur stützen, das muss zusammenkommen. Mit dem, was Sie sagen, auch eine Eigenanstrengung des Selbstbewusstseins der Region, was wir zu bieten haben. Vielen Dank auch für diese klaren Bekenntnisse, auch in diese Richtung Verlagerung von Ämtern in unserer Region, da können wir uns noch viel vorstellen, aber du hast zumindest den Sinn dieser Aktion erkannt, das ist ja viel wert. Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen, lange Zeit schon eine junge Dame, Vertreterin der Schülerschaft, würde ich sagen, und dann dir wieder Vertreter der Schulen. Um noch einmal auf die Aussage vom Herrn Pausch einzugehen, wir haben auch einfach beim Gymnasium nicht die Zeit, ein Betriebspraktikum zu machen. Wenn wir das während der Schulzeit machen würden, würden wir viel zu viel Stoff verpassen. Es ist einfach auch so, dass unsere Wochenstunden bei 38 Wochenstunden liegen momentan am Gymnasium. Wir eine Stofffülle zu bewältigen haben, wir müssen in den Ferien nachlernen oder eben uns vorbereiten auf Klausuren. Ich sehe das an vielen meinen Freunden, die lernen täglich mehrere Stunden und sitzen nach der Schule noch. Es bleibt einfach nicht die Zeit für Praktika in den Ferien. Wollen sie nicht, weil ist einfach dann auch mal eine Zeit zum Ausspannen gedacht. Und so sehe ich das auch mit dem Gymnasium. Da müsste das in die Schule geholt werden und genauso gefördert werden wie an der Realschule oder an der Hauptschule und nicht freiwillig bleiben. Vielen Dank. Ich denke, genau darum geht es. Dinge und die Unternehmen in die Schule zu holen und da präsentieren zu lassen, was so alles erfolgreich läuft. Ja, mein Name ist Martin Bergmann, ich bin Leiter der Grund- und Mittelschule in Kirchenlamitz. Ich möchte auf die Aussage von Herrn Birke kurz mal eingehen. Sie haben gesagt, dass die Auszubildenden doch Schwierigkeiten haben mit der Berufsschule später und dass sie einfach mehr Qualifikationen sich wünschen würden. Man muss sich heute anschauen, in der 5. Klasse sind dann die Schüler zunächst einmal, die wirklich den Übertritt nicht geschafft haben. Der Elternwille, der ist sehr stark. Der Sachs war vor kurzem bei uns, wir haben auch darüber gesprochen. Dann haben wir natürlich einen riesen Förderbedarf. Modulare Förderung stand ja auch im Raum. Wir haben modulare Förderung stundenplanmäßig geplant. Das sind aber die ersten Stunden, die dann zum Opfer fallen, wenn es um Vertretungen geht. Das muss man dazu sagen. Außerdem, wir stellen fest, dass die Schüler hoch motiviert sind. Wir hatten letzte Woche auch Projektwoche bei uns in Kirchenlamitz. Schüler kommen auch in den Ferien rein, um den Pausenhof zum Beispiel zu bemalen, attraktiver zu machen. Die Schüler sind motiviert. Nur ich möchte halt auch den Schülern vielleicht ein festes Angebot durch AGs bieten. Also das zeigt ja auch die Motivation der Schüler. Die würden auch gerne reinkommen, am Nachmittag auch für die Schule was tun. Dementsprechend bräuchte man aber auch AG-Stunden dafür. Oder differenzierter Sport ist das andere Thema. Wir haben ja diese Wertevermittlung, die der Herr Sachs vorhin bemängelt hat, wo wir Schwierigkeiten haben. Ja klar, in dem engen Korsett des täglichen Unterrichts fließt das natürlich mit ein. Aber es zeigt halt, dass man mit kleineren Gruppen viel intensiver in die Richtung arbeiten kann. Und die Wirtschaft, denke ich mal, merkt das dann auch, wenn die Schüler rausgehen, sind selbstständiger, sind pflichtbewusster. Das kann ich in AGs fördern. Aber da haben wir halt leider an einzügigen Schulen gerade mal ein Minimalprogramm halt möglich, durch das Stundenmaß ist klar, aber da würde man sich halt mehr wünschen. Vielleicht ist da was möglich. Vielen Dank für den Hinweis. Ich denke, das ist angenommen und aufgenommen. Gibt es zu dem Thema weitere Fragen, die wir dann gleich zusammenfassen können an den Minister? Gibt es vielleicht eine Antwort dazu? Also, jetzt. Ich will jetzt nicht fragen, was Sie für Klassen stärken. Ja, sicherlich. Also wenn wir von einer einzügigen Hauptschule mit Klassenlehrerprinzip ausgehen, wo wir ja im Rahmen des Schulverbundes etwas Neues auch mit anbieten, nämlich den Mehrhäusigkeitszuschlag, das heißt, dass Sie letztlich einen pro Kopf höheren Lehrerwochenstundensatz erhalten als eine größere oder große Mittelschule, dann ist es natürlich wünschenswert, das aus dem Budget stemmen zu können.
glaube aber, dass wir mit gerade dem Ziel, kleine Schulstandorte, einzügige Schulstandorte, 300 von 900 Hauptschulstandorten oder Mittelschulstandorten sind einzügig, dass die Sicherung dieser Standorte ein hoher Eigenwert ist. Also wie gesagt, ich würde jetzt behaupten, Sie haben wahrscheinlich einen Klassenschnitt, der unter dem Landesschnitt liegt, nehme ich an, der liegt bei 22. Ja, also das heißt, dass Sie natürlich Dinge vielleicht auch mit den Möglichkeiten der Differenzierung, die Ihnen ja möglich sind, durch die entsprechenden Förderstunden, die Sie jetzt dann ab dem kommenden Jahr in der 6. Klasse halt mit doppelter Lehrerbesetzung, mit dem, was eben dann letztlich das Schulamt für diesen Bereich zur Verfügung hat, das ein oder andere machen können. Wir zahlen einen gewissen Preis in der Fläche, wenn wir kleine Schulstandorte erhalten wollen. Wir haben Budgetstunden, die sich, Stundenbudgets, die sich, wie Sie wissen, an den Parametern der Schülerzahl festmachen, wo die kleinen Standorte einen höheren eine höhere Pro-Kopf-Stundenzahl erhalten als größere oder die Schulen etwa in großen Städten. Das ist der Preis, den man ein Stück weit mit dafür zahlt. Wir können es nicht ad infinitum. Ich würde das Budget auch gerne arbeiten, aber wir haben eben diese Bezugsgröße. Sie wissen, dass es ein hartes Ringen mit dem Finanzminister jedes Jahr ist, inwieweit wird die sogenannte demografische Rendite, also die Lehrer, die ja wirklich frei werden, weil in Anführungszeichen, also rechnerisch frei werden, weil die Schülerzahl zurückgeht, dass wir die letztlich behalten können. Wir ringen für das Jahr 2012 auch mit dem doppelten Abiturjahrgang. Das ist ein harter Prozess innerhalb der Staatsregierung. Und das sind Dinge, da stößt man dann an Grenzen. Also ein größerer Schulstandort tut sich letztlich im Gesamtbudget, das Ihnen zur Verfügung steht, etwas leichter als ein kleiner einzügiger. Sie haben den Standortvorteil und in der Regel eben auch mit kleineren Klassen oder mit etwas günstigeren Pro-Kopf-Zuweisungen pro Schüler. Vielen Dank. Ich blicke mal in die Runde. Haben wir noch Fragen zum Thema Schule und Wirtschaft? Wenn es nicht der Fall ist, dann möchte ich mich mal bei dem Podium herzlich bedanken. Herr Sachs. Darf ich ganz kurz aber sagen? Wirklich ganz kurz. Also, Lehrerpraktika. Wir haben letztes Jahr einen Berufsschullehrer bei uns gehabt für 3 Wochen im Unternehmen. Natürlich während der Ferien. Also prinzipiell, unser Unternehmen bietet das an. Ich habe eine Visitenkarte dabei, wer Interesse hat. Nein? Alles klar. Gut, das zweite nochmal. Was die Migration betrifft oder die Migranten betrifft, bitte versuchen wir in dieser Weise mal europäisch zu denken. Den Vorteil, den eine Migrantenfamilie mitbringt, ist die Heimatsprache. Warum motivieren wir nicht diese, warum unterstützen wir sie nicht entsprechend stark oder machen sogar Werbung dafür? Weil wir sind heute in Europa. Zweisprachig aufwachsen oder mehrsprachig aufwachsen ist eine zusätzliche Chance, um zukünftige Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Bitte lassen Sie uns auch diesen europäischen Ansatz mal durchdenken. Das war's dann. Ja, vielen herzlichen Dank also an Dr. Dorothee Strunz, an Herrn Rehorz, Herrn Eggers, Philipp Konert, Herr Sachs, Herr Donnert, Bernd Birke. Vielen Dank für diese wirklich spannende Diskussion auf dem Podium. Und denke, das sollten wir auch mal wieder fortführen. Der Minister ist ja öfter hier und wir machen vielfältige Schulveranstaltungen, wo wir dann auch das weiter begleiten. Also vielen Dank für die umfangreiche Beteiligung. Und den Minister wollte ich noch nicht ganz entlassen, weil ich ja gesagt habe, es gibt vielleicht noch Fragen, die auch coram publico aus verschiedenen Schularten zu stellen sind. Ich habe da hinten jetzt noch eine Wortmeldung, eine Schülerin, würde ich sagen, und bitte um Fragen. Du bist heute nicht geschont. Ich bin Laura Hofmann, ich komme vom Otto-Hahn-Gymnasium in Gladwitz, bin jetzt erster G8-Jahrgang und in Vertretung für den Informatikkurs da. Und ja, wir stehen eben vor dem Problem, dass wir es erfahren haben, dass Informatik eben nicht als Naturwissenschaft anerkannt wird. Und als wir 2009 die Fächer belegt haben, also vor 2 Jahren, sind wir eben davon ausgegangen, dass zumindest 1,5 Jahr eingebracht werden kann, anstatt zum Beispiel Physik. Und daraufhin haben wir eben auch unsere Fächer geplant und uns Strategien überlegt, welche Fächer wir am besten belegen. Und jetzt haben wir eben im März erfahren, dass dies nicht so sei, dass Informatik eben nicht als Naturwissenschaft anerkannt wird. Und jetzt stellt sich uns die Frage, warum wir das erst jetzt erfahren haben
und warum es auch für uns gilt und nicht zum Beispiel erst für die nachfolgenden Jahrgänge. Also ich kann Ihnen, ich bin zwar im November 2008 schon ins Amt gekommen, kann Ihnen aber über die Informationsstrategie im Frühjahr des Jahres 2009 jetzt keine abschließende Auskunft geben. Ich kann Ihnen nur das bestätigen, dass Informatik in diesem Fall nicht als substituierend mit eingebracht werden kann, wenn Ihnen vor zwei Jahren oder gut zwei Jahren, weiß ich nicht, wer Ihnen dann diese Information, dass das einbringbar ist, wirklich manifest und rechtsfest gegeben hat. Das muss ich jetzt so mitnehmen. Das ist so, dass das nicht substituierbar ist. Ja, ja, das Problem ist aber auch, dass dadurch der Schnitt drastisch gesenkt wird und es dadurch eben der Jahrgang von uns nochmal schwerer es hat, in die Hochschulen zu kommen, zusätzlich zum doppelten Abiturjahrgang. Und dass eben diese Falschinformationen jetzt eigentlich unsere Pläne, die viele hatten für ein Studium, so ziemlich zunichte macht, weil dadurch eben das Schnitt gesenkt wird vom Abi. Also jetzt würde ich mal sagen, wir sind ja mittendrin. Am Montag beginnen die mündlichen Prüfungen. Warten wir mal den Durchschnitt ab. Ich glaube, dass der Durchschnitt des ersten G8-Jahrgangs mindestens das Niveau des G9-Jahrgangs erreichen wird. Der liegt bei 2,42, liegt im langjährigen Mittel. Die Tatsache, es ist nicht der erste Fall, dass ich das jetzt vorgetragen bekomme. Also mein Kenntnisstand ist, also ich kann Ihnen das für den Januar, ich weiß nicht, wann Ihnen diese Information gegeben wurde, nicht nachvollziehen. Jetzt aus dem, ich kann Ihnen nur sagen, dass dieses rechtsfest so ist. Wenn das vor zwei Jahren der Fall war, das muss ich jetzt mitnehmen, kann ich Ihnen auch nicht abschließend beantworten. Mit der Einbringungsmöglichkeit wäre das, wär das niedergelegt. Ja, es ist nicht so, dass wir falsch informiert haben. In der GSO, können Sie nachlesen, steht Naturwissenschaft und Informatik. Und auch in der Broschüre, die die Schüler zur Information hatten, steht es so. Es ist also nicht eindeutig ablesbar. Und ich denke, man kann das den Schülern nicht zur Last legen. Ich lege ja niemand was zur Last, um Gottes Willen. Wir haben auch nicht viel informiert. Ja. Ja, gibt es noch weitere Fragen an den Minister? Wollen die Sache auch nicht sehr weiter in die Länge ziehen? Ich freue mich sehr, dass wir heute also so eine umfangreiche Diskussion führen konnten zu dem Schwerpunktthema heute Schule und Wirtschaft. Mein Hintergrund war der, den auch die Vertreter der Unternehmen ja heute zum Ausdruck gebracht haben, nämlich dafür zu sorgen, dass jeder Schüler weiß, er wird in dieser Region dringend gebraucht und es gibt vielfältigste Möglichkeiten, gerade im Bereich auch unserer Industrie, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch bekannter gemacht werden müssen. Wie ich schon eingangs gesagt habe, natürlich wird man nie das komplette Angebot und die Nachfrage da immer völlig deckungsgleich bringen, aber unter dem Strich ist also ja auch deutlich geworden, dass die Industrie hier vielfältige Angebote macht und das Handwerk selbstverständlich auch, lieber Herr Eggers. Und ich denke, da sollen wir, ich möchte das Bild der Verzahnung noch einmal gebrauchen, einfach Schritt für Schritt da noch stärker unsere Angebote aufeinander abstimmen, aufeinander zugehen und die Themen noch stärker miteinander verbinden. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie heute bei dieser Veranstaltung waren, so lange ausgehalten haben, diese Diskussion verfolgt haben und sich intensiv beteiligt haben. Ich möchte mich vor allem bedanken bei Ludwig Spänle, dass er hier nach Selb gekommen ist, dass du so viel, dass du etwas mitgebracht hast und dass du dich den Fragen gestellt hast und sagen wir auf weitere gute Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank und möchte mich bedanken mit einem Geschenk des zur Schullandschaft passt und zu unserer Region. Es ist eine Schiefertafel, so viel zur Schule, aber es ist ein echter Schiefer und es ist darauf ein Porzellangebilde mit dem bayerischen Staatswappen und einer Abbildung aller des Freistaates Bayern mit allen Landkreisen, wo man nochmal nachvollziehen kann, wenn man so durchs Land fährt, lieber Ludwig Spänle, wo man so überall hindurchkommt und wo man herkommt. Und dass wir in Bayern ganz oben liegen und in einer tollen Region hier, das hast du heute mitbekommen. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und das als deine Kunstwerk.
Möglichkeit, die ich bereiten möchte. Nachdem Sie heute zwar vom Herrn Schöffel eingeladen worden sind, aber wir sozusagen als Gastgeber fungieren und wir hätten es zwar gern gehabt, dass Sie vielleicht am 16. gekommen wären, aber zum einen liegt es in den Ferien und zum anderen haben Sie da was anderes vor am 16. Juni, gehe ich mal davon aus. Genau. Und nachdem Sie so häufig unterwegs sind, haben wir uns gedacht, wir schenken Ihnen Ihrer Frau was, weil sie hat vielleicht mehr davon. Und das ist also ein kleines Geschenk. Mittelschule. Eine Vase aus Porzellan. Also meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank und ich kann nur anbieten, dass wir jetzt auch noch zu vier Abendgesprächen zur Verfügung stehen. Dankeschön. Thank you.